Hollywood Production 1. Ich glaube, die erste, muss ich sagen. Ja, hallo. So, diesmal probieren wir mal ein neues Newsletters-Format und wir testen jetzt mal die Spiele, die sich als Bild ganz schlecht darstellen lassen. Und die sich so wunderbar drehen. Genau. Ja, genau. Wir haben ja also zwei Spiele, die haben den Namen Professor Puzzle. Das ist eine ganze Serie. Mit einem wunderschönen Magnet. Magnetverschluss. Das ist also, auch hier? Das hat es auch, genau. Also das kann ich euch schon mal so hinstellen und das machen wir auf. Das Spiel heißt hier, wie heißt es eigentlich? Sliding Blocks of Huayong Holzpuzzle. Halt mal die Kamera, das sieht ziemlich gut aus hier. Mach doch mal, hast du ein Messer? Natürlich habe ich ein Messer, also wer hat es nicht? Genau, dann würde ich sagen, machen wir das mal auf. Ich auch ohne Messer auf. Okay, dann heißt, du hast einen Fingernagel. Ja, also hier drinnen, das ist echt ein gut edles Holz, oder? Also, ja. Von der Qualität. Guck mal, ist das hier eine Schachtel? Keine Pressbarriere, ja, mach mal auf. Ja, das müsste erstmal. Genau, ich guck mal hier diese Klappe. Sieht aus wie das Schiebepuzzle, was ich als Kind hatte mit so kleinen Tiermotiven. Ist das so Tankrahmen oder so, ne? Da hat man ja immer so Schiebe. Das hier ist ein Platzhalter. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Was muss man denn machen? Was muss man machen? Ja, wir müssen hier die Puzzle hin und her schieben. Wir gucken mal, Ziel des Puzzles ist es, die Blöcke auf dem Brett so zu verschieben, dass der größte Block durch die Stufe an der Unterseite herausgenommen werden kann. Also, ich würde jetzt vermuten, dieses große Teil hier. Doch, wie aus unserer Kindheit. Das Teil. Aber guck mal, man kann das gar nicht drehen. Wie willst du? Warte mal, da musst du. Ach du Kacke. Die kannst du ja auch nicht so drehen. Ja. Müssen's machen. Ich schalte schon. Warte mal, mach mal das hoch und dann darüber. Ja, ich hätte jetzt ja gesagt, wir tun mit dem Google-Übersetzer mal hier. Guck mal hier. Da hat man so ein bisschen, ja. Ja. Also das muss dann darüber. Also ihr müsst es selber mal machen. Genau, ihr müsst es selber machen. Ist auf jeden Fall sehr hochwertig von der Qualität her. Gucken, ob unten drunter noch was ist. Nein, ist aber auch gut lackiert und vergleichsweise für China gibt es noch gar nichts. Muss man mal sagen. Das ist wirklich Holz. Hm, das ist wirklich Holz, also, riecht nach Holz. Und ist eine sehr gute, schöne Qualität. Ja. Das ist immer, wenn man live mit Eimer aufnimmt und dann auch mal ein Telefon. Ja, ich würde sagen, Nummer 1 packen wir mal zur Seite. Lassen wir was kostet es, weiß ich? Nein, aber ihr seht es im Newsletter dann unten. So, das ist die Verpackung. Ja. So, das zweite hat auch so einen schönen Magnetverschluss. Genau, das hier ist das Schwert des Großmeisters oder so ähnlich heißt das. Mhm. Genau. Und Ziel bei dem ist es hier, also ist auch wieder ein Puzzle. Ziel ist es hier, dieses Schwert hier oben, dieses Teil aus den Ringen irgendwie rauszukriegen. Tüftelspiel, ne? Genau, also entweder kann man sich selber die Zeit vertreiben. Wahrscheinlich irgendwie so. Oder man schenkt es irgendjemandem, den man nicht leiden kann. Ich hätte da jemanden. Ja. Ich habe schon zu Annika gesagt, nicht, dass wir es jetzt beim Test versehentlich lösen. Ja, nein, ich glaube nicht. Also du kannst gerne mal probieren, ja. Aber ich würde es jetzt hier hinten so mit Fädeln. Ja. Ich kenne da so ein paar kleine. Sieht ein bisschen aus wie so ein Musikinstrument, wie so ein Xylophon, oder? Ich glaube, die zweite Stufe ist dann, wie kriegst du es wieder zusammen? Genau. Also, wenn ihr es jetzt haben wollt, wir haben noch ein paar auf Lager. Könnt ihr bei uns bestellen. Ist im Deal auch verfügbar. Das Schwert des Großmeisters. Könnt ihr auch bei uns im Shop mal. Magnetischen. Genau. Ja, also viel Spaß dran. Ciao.